Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. So, ich weiß nicht, was der Abfahrer wollte, auf jeden Fall nicht zum Dretscher fahren. Wobei das der zweite Abfahrer ist. Der erste hat sich gerade verabschiedet zur Werkstatt und er wollte von dem Startpunkt nicht mehr losfahren. Jetzt muss ich den mal hier händisch einmal abtanken und mal schauen, ob der andere gleich wieder da ist. Feld 53 müsste ja stimmen. Da sind wir drauf. Aber warum er nicht losgefahren ist, um den Drescher abzutanken, kann ich nicht sagen. So, wir sind weiter hier am Ansehen. Weizen auf Feld 45. Riesenfeld. Da werden wir Stroh kriegen. Jede Menge Stroh. Hier sind wir Missionen am Machen, klar. Den habe ich hier mal hingeschickt, weil ich würde heute gern was kaufen. Deswegen auch die ganzen Missionen. Ich brauche wieder Geld, weil wir müssen ja auch ein bisschen gucken, dass wir unseren Kredit auch abbezahlen. Spritzen. Ich suche eine Spritze. Bin ich blind? Ich bin blind. Walzen, Spritzen, hier sind sie doch. So, das ist die ja aus dem Processing Farming Geschichte und das ist, die hat das auch, wenn man hier sieht, aber im Prinzip erkenne ich hier nichts, dass da sich irgendwas verändert. Und das finde ich schade. Deswegen, die hat auch 40 Meter, die hat nur 28. Aber komm, sag ich mal, wenn es die andere vielleicht nochmal mit der zusätzlichen, weil hier erkenne ich, da sind Kameras dran gekommen. Und das finde ich okay. Wir gehen auf Pflegebereifung und kaufen den mal so. Nummernschild müssen wir gucken. 15 haben wir schon. Dann gehen wir auf 16. Okay, sonst können wir den auch nicht kaufen. Hat mich auch mal gewundert. Man, du hast den doch gerade gekauft. Natürlich hat jetzt der Trecker keine Pflegebereifung, aber es macht noch nichts, weil wir auf dem Feld fahren, was wir gerade angesät haben. Weil ab und zu wird mir nämlich da angezeigt, da ist Unkraut drauf. So. Machen wir mal beim Bahnhof voll. Und dann fahren wir mal zu Feld 35 und schauen mal. Wir haben auch wieder zwei Missionen fertig. Das sind die Düngermissionen. Jetzt müssen wir gucken. Flüssigdünger? Nein, Herbizide brauchen wir. Dann drehen wir hier einmal um.
So, dann würde ich sagen, wir lassen jetzt einfach mal einen Kurs berechnen. Und dann bombe ich den da rein. Kann ja hier löschen. Kurs berechnen. Wir sind ja direkt aufs Feld gefahren. Dann dürfte er das auch voll berechnen. 0, Bahn, scharf, okay. Dann starten wir ihn doch einfach mal. Jetzt haben wir auf diesem Feld eine Sache von 62. Hier haben wir schon von 78. Ja, das war wohl der Fehler hier, das mit reinzunehmen. Ich muss mal schauen, ob wir das vielleicht wieder mit rausnehmen können, weil das macht uns ja die ganze Bewertung kaputt. Weil teilweise stehen ja da Fabriken drauf. Und wenn, wird auch nicht so schlimm sein. Sind wir immer noch bei 2% bei der Bewertung? Wo war das? Nee. Jetzt finde ich das schon wieder nicht. Bewertung. Was ist denn hier so hoch? Ja, wahrscheinlich ist hier das niedrigste eben Unkraut. Und hier haben wir schon... Oh, auf 77 hoch geht das schon. Okay. Machst du hier schon was oder fährst du noch zum... Weil ich... Oder kann man da erst drüber fahren? Weil hier sehe ich, hier ist zum Beispiel Unkraut wachsend. Muss das erst hochkommen, um es zu bekämpfen? Und wenn er gleich hier ist, ob er irgendwas spritzt. Ja, wahrscheinlich muss erst was ausgewachsen sein. Weil wir haben auch nichts verbraucht. Vielleicht würde denn hier sogar jetzt aber ein Striegel. Ja gut. Lass den mal fahren und wenn er auch nichts verbraucht. Oh, oh, oh. Wie bist du denn? Welches Feld machst du denn jetzt, bitteschön? Spritzen. Wo ist 63? Ist das... Warum bist du da gerade ausgefahren? Kommen wir da zurück? Weil du die Kurve hier nicht gekriegt hast, kann das sein? Weil du eben nur die Vorderradlenkung zur Verfügung hast. Unkraut. Sehen wir ja noch. Spring um. Nur den schmale Streifen hätte er gar nicht machen brauchen. Hätten wir gleich hier vorne ansehen können.
oder anfangen können mit Spritzen. So, wir können aber auch mal die zwei Missionen abgeben. Abschließen waren jetzt kleine Dinger. Nix Weltbewegendes. Ja, 84% haben, 85% haben wir jetzt schon. Oh oh. Aber wir haben jetzt die Gewissheit, der LKW hat sich bewegt. Er fährt jetzt auch alleine rückwärts. Also, aber ich glaube, bis zum Feldende wird das ein bisschen blöd. Dann nehmen wir den mal raus. Und fahren ihn mal ein bisschen schneller hier von der Bahn. Dass der Drescher wieder arbeiten kann. Jetzt könnte natürlich sein, dass der andere kommt. Aber wir werden es sehen. Schön wäre es, wenn der LKW fahren würde. Es hat sich noch keiner in Bewegung gesetzt. Ja, der LKW kommt. Gut, passt. Passt, dann wird das auch klappen. So, du bist leer. Du bist versuchst, dich aufzufüllen. Das ist gut. Ist aber ganz schön weit gekommen, würde ich sagen. Feld 63 ist schon abgeschlossen. Okay. Der ist fertig. Wir hatten noch ein Feld. Dann können wir den auch abschließen. Spritzen 77. Das ist ein großes Feld. Ich würde gern auf der Allrad. Oder nur Vorderrad. Ich glaube nur Vorderrad. So, jetzt lenkt er beidseitig. Dann kommt er nämlich auch zum Bahnhof zum Auffüllen. Ansonsten nur mit Vorderradlenkung. Bisschen schwierig. Ja, der bringt uns jetzt nach 53, weil ich glaube, den habe ich nicht entsperrt. Vehicle Inspector hatte ich abgedatet, aber man sieht, bei Saatgut ist der Punkt noch nicht drüber. Bei den anderen Sachen passt es jetzt mittlerweile, so wie hier beim Düngen, aber beim Ansehen noch nicht. Da müssen sie vielleicht nochmal nacharbeiten. Wir können hier aber 53, 59 ist hier. Job generieren und Job starten. Zack. Ich weiß nicht, warum er dann auf ein anderes Fahrzeug springt, sobald wir Job starten. Der füllt sich auf. Ja, wir wollten doch zum Feld 53. Ja, wir sehen, es ist einfach zu früh. Dann können wir den auch abbrechen.
Da hat er was nicht gesehen. Ach, schade. Aber ist ja mal so. Hat man immer auf den Feldern mal Flecken. Gut, dann können wir den jetzt erstmal wegsetzen. Brauchen wir dann wahrscheinlich aber Pflegebereifung. Also wir müssen Unkraut auf dem Feld sehen. Sieht man das nicht auf der Karte? Weil Unkraut habe ich ja hier noch. Ist das da Unkraut? Ne, ist einfach da hier den Punkt, den er nicht gesät hat, aber sonst sehe ich es eigentlich noch nicht auf unseren Feldern. Lasst uns einfach mal einen Tag warten. Nächstes Gerät am Hof. Haben wir bald ganz schön viele Sachen hier. Aber wir haben ja auch alles irgendwo im Beschlag. So, dann kannst du erstmal da stehen bleiben. Ja, hier unten ist ja jetzt blau geworden, weil wir ja nirgendwo mehr sehen, wo gedüngt ist und wo nicht. Deswegen verändert sich da unten das in blau. So, der ist auf dem Weg zum Feld 77. Das ist das obere. Da wirst du auch wahrscheinlich nicht mit einmal hinkommen. Dann nimm uns mal mit. Dann können wir mal bei der Zellstofffabrik vorbeischauen. Die Werte, also Produktionsinfo sagt uns, da läuft alles nach Plan. Bei dem Labor wissen wir ja, dass wir da immer Melasse umlagern müssen. Da werden wir auch nicht viel höher kommen. Ja, Labormilch. Ja, ich hatte alle Milch aus dem Kuhstall rübergefahren. Und wir kommen immer noch nicht aus dem Bereich. Wir hätten jetzt wieder 2100 Liter, aber das ist ja nichts. Wir haben aber wieder Zuwachs bekommen. Ich meine, wir hätten jetzt 110 Tiere in dem Stall. 200 ist ja Max. Und ja, schauen wir mal. Es wird auch irgendwann soweit sein, dass wir den zweiten daneben packen. So, dann können wir hier mal aussteigen. Nehmen das bitte zum nächsten Tor mit. So, können wir hier rein. Ja, gut. Wie gesagt, wir haben die Spielgeschwindigkeit ja ein bisschen verringert durch die ganzen Arbeiten, die wir hatten. Können wir eigentlich auch wieder auf wenigstens 1 setzen. Weil so viel wollen wir auch nicht mehr machen. Wir haben ja unsere Felder soweit aufgefüllt. Paletten ist gut. Hackschnitzel, ja. Hackschnitzel hätten wir einiges im Sägewerk. Ich glaube, da
Output wurde da auch erhöht, dass wir mehr Hackschnitzel bekommen. Ich habe jetzt auch mal ausgeschaltet. Wir waren, glaube ich, fast bei 400.000. Da ist 500.000 max. So, dann laufen wir hier mal rüber zur Zuckerfabrik. So. Hinein. Ja, Melasse ist noch nicht neu gespawnt. Zweiter, ach, nur eine halbe Palette bisher. Zuckerrübenschnitzel ist auch noch nicht so viel, dass wir eine Ladung abholen könnten. Kompost, ja. Wir haben zwar eine Kompostmission, Transport liefern, aber ich komme nicht auf den Betrag, oder die Menge, die er haben möchte. Deswegen habe ich den nicht angenommen. Ja, Zuckerrüben sind hier noch gut fast 1 Million drin. Hier haben wir schon 15.000 Schweinefutter. Schweinefutter war doch mal teuer, oder? Jetzt können wir verkaufen. Lass uns mal lieber so gucken. Vielleicht erkennen wir noch was. Aber momentan Erde ist immer noch eigentlich recht gut mit 220. Mein Karton war mal, die ist auch runtergegangen. Jetzt momentan gar keine Anzeige da. Papier war mal hoch, das habe ich dann auch verkauft. Ist 100. Und hier wollte ich ja nur so mal zum Schauen. Hefe 1853. Ja, die wollen wir nicht verkaufen, genauso wie Malz und Melasse schon mal gar nicht. Melasse müssten wir eigentlich einkaufen. Kompost, wie steht der? Der steigt momentan. Sind wir knapp im Durchschnitt. Ja, Erde ist hoch. Schweinefutter. Ich wollte auch nach Schweinefutter gucken. Hier, Futter müsste das sein. Steigend. Ja, es hat jetzt nicht wirklich eine Schwankung, wenn man das hier sieht. Niedrigpreis ist 356 und 363 ist Höchstpreis. Also da gibt es überhaupt keine Schwankung. Genauso wie beim Mischfutter. Weiß ich nicht, ob das noch ein kleiner Fehler ist. Oder ist absichtlich so? Fahr doch da dran, der wartet doch schon. So, wie weit bist du hier? Ja, sieht man unten, ist immer noch auf Vorgewendebahn. Dich könnten wir aber mal losschicken. Kurs, also jetzt weiß ich gar nicht, was für ein Feld das ist. Wird er uns so das 877, genau. 77. Generieren. Und Job starten. Sollte dann auch losfahren. Hier hat er sogar noch Allradlenkung drin, wie man sieht. Dauert jetzt einen Moment. Oh, er hat es geschafft. Er tankt den Drescher ab. Juhu. Geht aber noch eine Ladung rein, würde ich sagen. Oh, was hier? Unfall.
habe ich die Position geändert. Dann steht hier Fahrzeughändler und nicht Welt 45. Klar, dass er von hier aus nicht zu dem Punkt kommt, wo er eigentlich hin möchte. Und dann fahren wir den selber. Aber hier sollte 45 stehen. Dann fahren wir selber mal rüber. Reparaturbedürftig wäre er noch nicht, also. Hat man eigentlich ab und zu immer mal, dass irgendwie Fahrzeuge irgendwo hinfahren, wo man sie doch nicht so eingestellt hat. Oder eine alte Einstellung war, nicht drauf geachtet hat, aber ist dann so. So. Ja, du bist Linksabbieger, du musst warten. Dann setzen wir den gleich mal auf den Kurs, wo er aufgehört hat. Ich glaube nicht, dass er mit der Ladung hinkommt, weil er muss das Vorgewinde noch machen. Wo warst du denn? Das ist die letzte Bahn. Ach, hier. Dann können wir schon mal ausfahren. So, nächster Wegpunkt. Ja, hier sollte noch nichts weggehen. So, was sagt uns jetzt das Feld? Eigentlich hier ist perfekt. pH-Wert stieg. Stoffwerk ist hier perfekt. Was sagt er uns hier? Ist auch perfekt. Unkraut striegeln, aber das wissen wir, können wir erst, wenn es hochkommt. Erwartete Ertrag, ja gut. 100%, 0,1. Das war ein anderer Boden, oder? Ja, hier kommen wir nur auf 88, aber ich glaube, das hat mit dem Boden zu tun. Aber vielleicht kriegen wir ja durch das Unkrautspritzen noch ein paar Prozent, dass wir da doch noch höher kommen. Oder das Feld halt, ist halt zu schlecht. Also es kann ja auch sein, dass das Feld gar nicht, sag ich mal, für Weizen oder für eine... Ist halt immer eine Wiese gewesen, war auch ein Grund, warum da immer eine Wiese war, weil die Bodenwerte halt zu schlecht waren. Aber ich brauche Weizen. Weizen. Eigentlich brauche ich viel. Zuckerrüben auch. Aber so viele Felder haben wir noch nicht im Besitz. Und das, was wir von den Missionen kriegen, bringt uns nicht viel weiter. Nicht bei den Früchten. Er fährt jetzt komisch, aber ich lasse ihn mal. Also du hast 23%, Feld 77, ja, der muss sich auf jeden Fall einmal auftanken.
Na, wirst du jetzt voll? Immer noch nicht, ne? Oder 85%? Dann solltest du eigentlich schon wegfahren. Wo? Auf 90? Jupp. Ja, ganz voll wird er nicht, aber eigentlich hat er so viel Prozente, dass er die Fuhre wegfährt. Und er zieht hier weiter seine Bahn. So, liebe Freunde, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Stevie. Ciao, ciao.